Soll ich dir etwa alle paar Minuten ein... Wir lösen heute mal einen Mordfall, hätte ich gesagt. Zack, zack. Oh, ist das nervig. Nach da, wenn... Achso, muss ich mit beiden? Ist ja cool. Andererseits würde ich dann lieber erstmal die Männer im Hintergrund machen nachher. Oder? Nee, nee, erst die, aber erstmal hier. Über Angela ganz linken Arm sind Schnittwunden. Offenbar wurde ihre Augmentierung gewaltsam entfernt. Sir, treten Sie vom Tatort zurück. Angela ganz rechter Schulter steckt eine abgebrochene Nadel. Nur weil Montag ihm traut, muss ich das noch lange nicht. Die Quetschungen in Schlagans Hals sind frisch. Ich habe das Gefühl, ich friere hier gleich fest. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich glaube, ich brüte was aus. Vielleicht eine Lungenentzündung. Da war doch gerade was. Das ist unten. Konnte ich mir wenigstens Zeitungen unter die Jacke schieben. Noch ein Grund, die Technik zu hassen. Verzeihung. Wurden Sie geschickt, um mich zu beschützen? Setzen wir diese Unterhaltung doch. Können wir uns noch mal unterhalten? Ich habe einige Fragen an Sie. Ich werde kooperieren. Sie haben Ihre Hilfe zugesagt, also will ich auch helfen. Das ist schön. Wie ging der Angriff vor sich? Was hat der Mörder getan? Er war über ihr und hat ihr das Böse rausgeschnitten. Zumindest hat er es so genannt, glaube ich. Sie haben seine Stimme gehört? Laut und deutlich. Er klang selbstbewusst, autoritär, wie ein General, der Truppen befehligt. Was genau hat er gesagt? Es ist Zeit, dich wieder gesund zu machen. Haben Sie irgendeine Erinnerung daran, wie der Mörder aussah? Ganz ehrlich, ich habe eigentlich nur einen Schatten gesehen. Der Mann war sehr groß. Der Schatten hat alles verdeckt. Sie können ihn also nicht beschreiben? Sein Gesicht nicht, nein. Seine Kleidung war sehr dunkel. Schwarz, vielleicht blau. War er augmentiert? Er hat sich so bewegt, aber ich bin nicht sicher. Was haben Sie hier gemacht? Ich habe Starlight gesucht, meine Katze. Da war ein Blitz und die plötzliche Sicherheit. Ich wusste, dass gerade etwas Schreckliches geschah. Wo waren Sie genau? Im Schatten. Kopf gesenkt, ich konnte mich nicht bewegen. Du bist so dumm, Daria. Ich hätte heute nicht rausgehen sollen. Schlechte Energien. Mhm. Sollte ich sonst noch etwas über Sie wissen? Sie wollen mehr über Daria wissen. Was gibt's da zu sagen? Kleinstadtmädchen will in Großstadt ihren Problemen entfliehen. Jemand anderes werden. Hat's geklappt? Nein. Nicht wirklich. Man kann nicht vor sich selbst fliehen. In der Großstadt werden deine Probleme nicht kleiner. So funktioniert das nicht. Warum trauen Sie der Polizei die Aufklärung des Falls nicht zu? Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Was für Erfahrungen? Pfiffe, die ich nicht wollte. Unberechtigte Strafzettel. Die Polizisten hier sind schlimmer als Kinder. Ihr Lebenshöhepunkt war, Teamkapitän ihrer Schulmannschaft zu sein. Ich war Kapitän des Debattierclubs auf der Highschool. Ja, das ist was anderes. Was halten Sie von Montag? Haben Sie ihn schon mal getroffen? Ich war vor Jahren mal auf dem Revier, um mich über einen Strafzettel zu beschweren. Detective Montag ist für den Papierkram zuständig. Wie hat er sich angestellt? Ganz okay, aber er ist ein Schreibtischhengst.
Sehen Sie, wie verloren er wirkt? Die Bullen, die einen Mörder fangen können, die werden bei ermordeten Optis nicht eingesetzt. Okay. Ich tue, was ich kann, um bei den Ermittlungen zu helfen. Viel Glück. Ich habe schon viele Story-Objekte inzwischen. Ja, ich hasse diese Kälte. Presseausweis. Okay. Ich glaube, er hat was gefunden. Wir sind schon 2 Jahre zu spät dran. Setzen wir diese Unterhaltung doch bei einem Bier fort. Verzeihung, wurden Sie geschickt, um mich zu beschützen? Fragment, dass in der Nähe von Angela ganz Leiche gefunden wurde. Diese Arschlöcher irgendwas versuchen. Irgendwo ist noch was. Früher konnte ich mir wenigstens Zeitungen unter die Jacke schieben. Ich brauche Ihre Hilfe. Noch ein Grund, die Technik zu hassen. Ich glaube, ich brüte was aus. An der Leiche. Verzeihung, wurden Sie geschickt, um mich zu beschützen? Ich habe widerlich, nicht wahr? Hast du auch das Gefühl, dass ich was zusammen... Glauben Sie, ich weiß nicht, was hier los... Es war nur eine Frage der Zeit, bis Sie sie erwischt haben. Bis wer sie erwischt hat? Das ist die Journalistin, die so viel über Sie wissen schon geschrieben hat. Nein, klären Sie mich auf. Radko Maximilian Perry? Der Anti-Opti-Politiker? Die Leiche ist Angela Gunn. Sie hat viel über ihn geschrieben, einen Skandal angekündigt und so weiter. Nur ein Zufall? Bei so einem Verbrechen ist es wichtig, Beweise zu finden. Sie können nicht einfach so Leute beschuldigen. Ich habe Ihnen Beweise genannt. Die Artikel. Richtig. Gibt es sonst noch etwas, das Sie glauben lässt, dieser Politiker könnte der Täter sein? Aber natürlich. Das Arschloch hat mich mal abschleppen lassen, als er Verkehrsberater der Stadt war. Echt jetzt? Ich hasse diesen Typen wirklich. Haben Sie überhaupt etwas gesehen? Bin gerade gekommen. Ich sehe, was Sie sehen. Eine tote, augmentierte Journalistin. Danke. Ich bin nicht Montag. Ich brauche deine Hilfe nicht. Verzeihung. Immer vorsichtig sein. Mich zu beschützen? Ich brauche Ihre Hilfe. Soll ich dir etwa alle paar Minuten... Ich übersehe irgendwas. Zeitungen unter die Jacke schieben. Noch ein Grund, die Technik zu hassen. Ah. Das. Gerissene Augmentierung, wer immer das getan hat, wollte sie wohl nicht für sich, er wollte sie nur aus dem Körper entfernen. Oh. Ich brauche... Amüsieren Sie sich gut, Detective? Ja, traumhaft. Ich will Ihnen bei dem Fall helfen. Um das zu tun, müssen Sie mir sagen, was Sie wissen. Mir helfen, hä? Sie meinen als mein Untergebener? Ich möchte sichergehen, dass der Täter auch gefasst wird. Genau. Also, ich habe eine Leiche. Angela Gunn. Ich soll auf Druck von oben den augmentierten Ehemann verhaften. Johnny Gunn. Ich habe einen Tatort. Und Sie.
Okay, ich habe ein paar Fragen zu dem Mord. Bevor wir loslegen, sollten Sie etwas über Johnny Gunn wissen. Er ist kein guter Mensch. Ich mag nicht, wie meine Bosse sich auf ihn einschießen, aber das macht ihn auch nicht unschuldig. Mir ist wichtig, dass Sie aus den richtigen Gründen hier sind. Warum sollte ich sonst hier sein? Ich will hier keinen Kreuzzug. Verbrecher begehen Verbrechen. In einer perfekten Welt verhaften wir sie aus den richtigen Gründen. Aber die Welt ist nicht immer perfekt. Sie verhaften den Ehemann des Opfers nur, wenn Sie Beweise haben, richtig? Es reicht nicht, dass er nur ein Opti ist und Ihre Bosse ihn im Knast sehen wollen. Ich halte erstmal die Füße still. Aber ohne Beweis, dass jemand anders Angela getötet hat, oder zumindest, dass Johnny es nicht war, habe ich keine Wahl. Reden Sie mit ihm und teilen Sie mir Ihre ehrliche Einschätzung mit, was hier passiert ist. Ja, warum genau vertrauen Sie mir? Weil ich den Eindruck habe, dass Sie kompetent sind. Weil ich alt genug bin, um zuzugeben, dass ich Hilfe brauchen könnte. Und unter uns, weil ich eine Scheißangst habe, einem Mann wie Johnny Gunn entgegenzutreten. Was? Wie lange sind Sie schon Polizist? Ah, zu lange. Und dann muss es auch noch so enden. Was meinen Sie damit? Ich meine, so einen Fall zu kriegen. Die Zentrale macht sich einen Spaß, bevor sie mich in Pension schickt. Aber keine Sorge. Ich werde schon überleben. Ich schaffe das. Der Fall ist ein Spaß für Sie? Das habe ich nicht gesagt. Ich sagte, die Zentrale macht sich einen Spaß. Viele Jahre am Schreibtisch heißt nur, dass ich etwas eingerostet bin. Es gibt so viele Vorurteile gegen Optis seit dem Zwischenfall. Stimmt, und? Nun, zum Glück sind die Polizisten hier alle Profis, stimmt's? Sie behandeln alle gleich, richtig? Egal, ob Opti oder nicht. So einfach ist es nicht, und das wissen Sie. Die Polizei ist kein abstraktes Ideal von Gerechtigkeit und Gesetz. Sie ist ein Instrument der Machthaber. Ein Spiegelbild der Gesellschaft, die sie beschützt. Viel habe ich von diesem sogenannten Schutz noch nicht gesehen. Das kommt darauf an, wen Sie fragen. Ich bin hier, weil es mir nicht gefällt, dass jemand direkt vor meiner Nase Leute umbringt. Vielleicht beobachtet er gerade in diesem Moment die arme Zeugin. Oder er sucht eine Gelegenheit, um es wieder zu tun. Das klingt gut, Mr. Interpol. Wissen Sie, ob das Opfer Feinde hatte? Ich weiß, dass Sie und Johnny sich nicht vertragen haben. Mehr kann ich nicht sagen. Ach komm. Da habe ich ja schon mehr rausbekommen. Das Opfer war wohl in eine Art politischen Skandal mit einem Mann namens Radko Perry verwickelt. Nichts Neues, dass Politiker und Journalisten sich nicht vertragen. Es lohnt sich also nicht, mit ihm zu reden? Radko Perry? Ein Mörder? Wohl kaum. Er lässt schlimmstenfalls Ihr Auto abschleppen. Zum Glück habe ich kein Auto. Wo kann ich ihn finden? Radko leitet seine Kampagne aus einer alten Druckerei in der Nähe. Wenn Sie ihm den Tag versüßen wollen, nur zu. Aber mir wird die Nachricht, dass seine Rivalin tot ist, nicht bringen. Was wissen wir über Johnny, den Ehemann des Opfers? Er hat für das private Sicherheitsunternehmen Bell Tower gearbeitet und wurde schon wegen allem Möglichen verhaftet. Ich glaube zwar an Beweise, aber ich glaube auch an Wahrscheinlichkeit. In 9 von 10 Fällen war es der Ehemann. Warum wollen Ihre Vorgesetzten Johnny einen Mord anhängen? Das kann doch nicht bloß Antipathie sein. Standardvorgehen für Typen wie Johnny. Ich glaube, wenn man einen Mann wie ihn nach Gotham City schickt, gerät er auf die schiefe Bahn und landet bei der Ark oder sonst wo. Er macht 10-mal mehr Ärger, als er wert ist. Aber
Wenn man ihm was Großes nachweisen kann, ein Mord zum Beispiel, macht er plötzlich keinen Ärger mehr. Okay. Ich habe mit Daria gesprochen. Sie bestätigt, dass der Täter ein Mann war. Abgesehen davon weiß sie nicht viel. Sie ist ziemlich aufgewühlt. Ich kann's ihr nicht verdenken. Ginge mir genauso. Sie haben offenbar einen guten Eindruck auf sie gemacht. Seit sie hier sind, ist sie anders, ruhiger. Ich habe meine erste Frau an einem Tatort kennengelernt. Und ich sage Ihnen was. Heiraten Sie nie Frauen, die Sie gerettet haben. Hat der Mörder etwas zurückgelassen oder kommt Ihnen etwas komisch vor? Ich weiß nicht. Es ist ein Mord. Egal, ob Sie den von der Seite oder im Kopfstand betrachten. Normal wird sowas nie. In der Schulter des Opfers steckte eine abgebrochene Nadel. Der Mörder hat Angela vielleicht zuerst betäubt und dann getötet. Vielleicht. Aber sie war ein Opti. Müssen Sie nicht alle diese Neupo-Scheiße spritzen? Bitte erst das Offensichtliche, dann die wilden Annahmen. Ich nehme an, Sie wissen, dass Ihre Augmentierungen entfernt wurden. Anscheinend wusste der Mörder, was er tat. Er wusste genau, was er wollte. Puh, wie Sie das gerade gesagt haben. Was ist damit? Wie Sie die Entfernung der Augs beschrieben haben. Und davor eine abgebrochene Nadel in der rechten Schulter, richtig? So ist es. Da fällt mir was ein. Da war ein Cop. Smolinski. Er hat hier gearbeitet. Er hatte diese Theorie über einen Nachahmungstäter, der die Taten eines Mörders von früher kopiert. Svobodka. Es gibt eine Verbindung zu einem anderen Fall? Ich weiß noch nicht. Aber er hat mal was von Nadeln und entfernten Augs gesagt. Smolinski starb bei dem Anschlag auf das Polizeirevier. Seine Akten müssten ins Lager gebracht worden sein. Gegenüber von dem zerbombten Revier. Kann aber auch eine Sackgasse sein. Ich habe an Angelas Hals einen Fingerabdruck sichergestellt. Es ist nur ein Teil und für eine Identifizierung wird es nicht reichen. Aber der Täter hat etwas hinterlassen. Und wir wissen, sie wurde gewürgt. Ein Fingerabdruck. Den muss ich übersehen haben. Genau von solchen Beweisen rede ich. Dann kann sich Johnny nicht mehr rauswinden. Aber wir müssen es ihm nachweisen. Ich glaube nicht, dass es Johnny war. Muss ich etwas über den Tatort wissen? Ist Ihnen was aufgefallen? Die zerteilte Leiche ist recht auffällig. Aber ich saß auch 12 Jahre hinter einem Schreibtisch. Für mich ist alles auffällig. Ich habe einen Granatensplitter gefunden. Sieht nach EMP aus. Der Mörder könnte sie damit ausgeschaltet haben. Interessant. Johnny braucht für seine Frau kein EMP. Die Bereitschaftspolizei stellt damit Ruhe und Ordnung wieder her. Bei all den Unruhen für und gegen Optis wäre es kein Wunder, wenn das die Erklärung ist. Trotzdem interessant. Ich habe diese Glasscherbe bei der Leiche gefunden. Vielleicht eine zerbrochene Brille. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. In den Nebengassen einer Großstadt sind Glasscherben normal. Echt jetzt? Das Opfer hatte diesen Presseausweis bei sich. Ja, sie war Journalistin. Daher der Skandal mit Radko Perry. Aber das beweist noch immer nichts. Okay. Das erste habe ich, was ich brauche. Ich sollte gehen. Soll mir recht sein. Interpol, für wen halten die sich? Stimmt was nicht? Keine Aktivität in diesem Bereich. Setze Patrouille plus Fahrt.
Radko Perry, hä? Ich sagte keine. Radko Perry. Radko Perry. Aber das sieht ja schon wieder nach einem anderen Mordfall aus. Bewegung. Dummheit schützt vor Strafe nicht. Die Hände hinter den Rücken. Nein, ab jetzt höre ich von Ihnen nur noch: Jawohl, Herr Polizist.